Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge State of Decay mit mir, mit dem Jansen 1. Und Freunde, ich habe in der letzten Runde, deswegen ist das Ganze hier, na komm, gerade ein bisschen versetzt. What's up? So, Ellen Gunnarsson geht es schon ein bisschen besser. Aber auch nicht so viel besser. Ich habe in der letzten Runde probiert. Ja, was habe ich probiert? Nein, ich habe probiert, ein paar Baumaterialien zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Der Kollege schläft. Es ist ärgerlich. Und ich wollte eigentlich den Charakter tauschen. Ja, bedauerlicherweise ist jetzt gerade hier draußen keiner. So, wir haben nur einen Fluss. This is Cleo. Order derived. Hoof Angels 40, 10 Mics. Posit 11 Tango Mike Papa 25 Juliet 05 Romeo. Looks like we've got a supply drop incoming. Watch your heads. Versorgungsabwurf, sehr geil. Wo denn? Hilf mit einer Lieferung. Wo ist denn ein Versorgungsabwurf? Andenken. Looks like the moment's passed. Hilf mit den Befestigungen, gehen wir einer Überlebenden nach. Wir sollten uns auch mal so langsam hier um die Hauptmission kümmern. Wo sind denn jetzt hier, verdammt nochmal, die... So. Habseligkeiten. Ja komm, dann machen wir die mal eben. Sammeln wir die ganzen mal eben ein. So, mit unserer schicken Karre. So, los geht's hier, komm. Ja, mach sie platt. Thanks to the brave actions of our Trumbull County ship. Headed home. Na, was machst du denn? Ey, der ist so ein beschissener Fahrer. So, da kommen wir auch so hin. So, Habseligkeiten hier drin. Da müssen wir hier mal eben schauen. Mal eben rein. So, machen wir die Tür wieder zu, bitte. So. Wo denn? Hier? Sit tight. I'm bringing this stuff home. Ja, sehr schön. Oh nein. Komm. Schwing die Axt. So. Und schnell weg hier. Steht mal ein Auto. Oh, da ist so ein Fetter, ne? Ja, es ist geil. Der wird mir auch als ein fetter Punkt angezeigt. Oh, fuck. Mal wieder. Er hat immer dann keine Ausdauer mehr, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Natürlich. So, komm jetzt rein da. Boah, hoffentlich explodiert die Karre nicht. Zünde schon. Ich brauche unbedingt diese scheiß Werkstatt. Diese Autowerkstatt. Oh, nein. Oh, dann so einen richtig geilen Pickup, so eine richtig fette Karre und dann einfach nur es parken. Wieder los und jedes Mal ist die Karre repariert. Das wäre perfekt. Eiskaltes Bierchen auf. Ja, dann machen wir auf. So. Trotzdem haben wir keine Baumaterialien. Egal, weiter geht's. Sammeln wir mal kurz die Rucksäcke auf, denn ich weiß nicht, wie lange es sie noch geben wird. Da gibt's Baumaterialien. Lagerhausressourcen. Baustelleressourcen. Was sind das? Dickicht. So, schauen wir mal kurz bei Julian McNeil nach. Und danach holen wir um. Warum habe ich eigentlich nicht vorher schon mal hingeguckt? Ich bin auch blöd. Die Baumaterialien, die mir auf der Karte angezeigt werden, weißt du, da werden dir schon welche angezeigt. Aber nein, muss ja nicht hingehen. Wäre ja viel zu einfach. Nö, nö. Lieber andere eigene suchen. So, ich glaube hier links, ne? Dann rechts und dann sollten wir gleich da sein.
hier drin ist das hier, wo uns vorgeschlagen wurde, unsere Basis aufzubauen. Okay. So. I better look around some more. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Ja, fliegt schön in der Luft, ist ja klar. Ja. Mal gucken, ob er hier überhaupt drüber kommt. Anscheinend nicht. Also es wird sich tatsächlich anbieten. Nein, er kommt doch drüber. Ich bräuchte eine mit Nahtzoodraht. So, komm schon. Schnell zurück. Freunde, ich weiß nicht, wie lange der Wagen noch hält. Ich brauche unbedingt ein neues Auto. Aber wir haben hier schon so viele Autos platt gemacht. Und jetzt fahren wir gerade komplett falsch. Da müssen wir hin. Also, Stoppschild überfahren hier, Führerschein weg. Nee, wir fahren doch richtig. Sehr gut. Wir haben hier nur noch extrem wenige Autos auf der Karte. Es macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Ja, noch läuft's gut, aber... Hier kommen wirklich keine anderen Autos mehr. Also, die kommen nicht mehr neu, wenn sie einmal kaputt sind. So. Okay, weiter geht's. So, der letzte Rucksack nehmen wir hier mal eben. Und dann machen wir uns wirklich an die Baumaterialien. Ja, wickst du mal schön mit deinem MG rauf. Ja, sicher, weißt du, ich spare hier die ganze Zeit Munition und er rotzt drauf, kein Problem. So. Ich hätte wirklich, glaube ich, sparsamer sein müssen mit den Autos. Da hinten steht noch ein Wagen. Einer. Ich sehe ein Auto in dieser ganzen Stadt. Ist ja gut, dass wir noch eine andere Stadt haben. Wo noch ein paar Autos standen, wo ich noch nicht so unterwegs war. So, dann bringen wir das mal eben nach Hause. Wo ist mein Auto? Hier. Ey Mann, wo ist mein Auto? Da unten stehen auch noch ein paar. Freunde, soll ich die Karre mal eben tauschen? Ich würde mal sagen, ja. Die ist mir schon echt ein bisschen stark am Kokeln hier. Oh, der hier sieht doch gut aus. Der sieht doch sehr gut aus. Und ist noch heil. Guck mal, der geht ab, Freunde. Das ist ein Auto. So, nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Kann man eigentlich die Autos auch noch ein bisschen ausbauen? Das wäre doch mal geil. So. Na, einfach nur mal ordentlich fahren. So einfach ist das. So. Sehr schön. Sehr schön. So, Bierchen kannst du immer kalt stellen, wenn ich reinkomme. So. Haben wir das hier? Okay, wie sieht's denn aus? Wie ist denn um dich bestellt? So, hier haben wir eigentlich alles gemacht. Wir müssen definitiv hier... Mit einer richtigen Werkstatt könnten wir Autos reparieren. Das hört sich gut an. 25 Baumaterialien. Wisst ihr was, Freunde? Die holen wir uns jetzt. So, die holen wir uns definitiv jetzt. So, ab geht's. Über Nacht, dann sollten wir da immer einen kleinen Fuhrpark stehen haben. Immer ein paar Autos,
die wir dann quasi wechseln können. Guck mal hier, rechts und links. So. Hier kommen wir nicht rein. Warum habe ich die eigentlich nicht direkt mitgenommen? Wahrscheinlich konnte ich da zu der Zeit keine Plünderer rufen. All quiet here. Pass auf. I found some supplies. So, ruf mal Plünderern. Okay, I'll round up everybody that's available. So, und gegenüber dasselbe. Machen wir auch mal eben. But time's running short on some of this. Do what you can. So, und hier gehen wir auch mal kurz rein und dann rufen wir auch direkt nach Plünderern. The Cleo Beacon is broadcasting now. More strings of numbers. I'm writing all this down, just in case. So. My notebook looks like I'm a crazy person. Ach, die sind schon unterwegs. Fuck. Versorgungsabruf. Da würde ich auch gerne mal wissen, wo der ist. Hier. Nach Hause funken. Another time. Ja, müssen wir jetzt mal kurz warten. Da hinten wird mir noch eine Stelle angezeigt, wo ich noch nicht geschaut habe. Die Box? Na, komm schon. Also Autos. Auf jeden Fall verschiedene Autos nehmen und... Können wir jetzt eigentlich sehen, wie die Plünderer drüben plündern? Ich weiß nicht, wie lange unsere Freunde können halten. Tu, was du kannst. Welche Freunde? Hilf mit einer Lieferung. Versorgungsabwurf. Triff dich mit Ray Santos. Da muss ich bestimmt hin. Ach Gott. I'll start taking inventory. Ja, lieber Markus, dann machen wir schnell eine Inventur. Da hinten ist er übrigens. Denn du hast anschließend direkt eine neue Mission. Und zwar hier das Haus durchsuchen, damit ich nämlich weiterfahren kann. Übrigens... So als Zwischenfazit, wie findet ihr eigentlich bisher das Spiel? Also, gefällt es euch? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Gefällt euch generell die Spielrichtung? Diese Zombie-Survival-Games. Also, ich meine, ich habe ja auch H1Z1 gespielt, wobei das ein anderes Spiel ist. Also, das hier erinnert mich immer so ein bisschen an The Walking Dead. Wer es von euch gesehen hat, ich finde, eine der besten Serien überhaupt. Und... Looks like we missed our shot. So, Jane hat überlebt. Okay, kommen wir jetzt hier? Nein, kommen wir nicht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier die Hütte verlasse, um jetzt erstmal was anderes zu machen, wird er dann frei sein, beziehungsweise wird er dann hier plündern kommen. So, Versorgungsabwurf. Wir sollten uns erstmal hier auf den Weg machen, aber... Aber, ich glaube, ich denke mal, dafür brauchen wir... Na, spring doch! Dafür sollten wir ein bisschen was mitnehmen. Weil, hilft bei den Befestigungen. Das ist er, ich wusste es. Ich wusste es. Wir steigen ins Auto ein und Markus ist fertig und... I got nothing left. Mein Gott, ey, spring doch einfach drüber. Was macht er denn? supergeil. So, egal. Markus ist gegenüber fertig mit Plündern. Dann kann er jetzt mal bitte hier hin. Wenn er jetzt nicht erst ein Nickerchen machen muss. So, komm. I found some supplies. Ja. Send runners for pickup. Okay. I'll round up everybody that's available. So, dann schicken wir Markus wieder.
Hat sich jetzt immer in 5 Sekunden ausgeruht. Kann jetzt hier mal wieder hin. So, wollen wir uns so auf den Weg machen? Oder nicht? Doch, weißt du was? Wir fahren jetzt einfach hin. Ja, komm. Lass mein Auto in Ruhe, ey. Mein schönes Auto. Kannst du die Beifahrertür nicht aufmachen? Komm hier einmal am Schild vorbei. Jawohl. So, gute Markus kommt nach Hause. Die Karre da können wir reparieren. Ich glaube, ich muss jetzt hier mal komplett einmal außen rumfahren, oder? Die andere Richtung wäre besser. So, und lass bloß das Auto heile. Lass bloß das Auto heile. So, Freunde, wir machen uns auf den Weg. Und zwar nach Hilf mit den Befestigungen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen erneut. Und freue mich natürlich sehr, euch in der nächsten Runde wieder begrüßen zu dürfen. Und mal links oder rechts? Links natürlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Natürlich den nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Björnsen1.